Der Attentäter von Hanau erschoss an dem Tag 9 Menschen in einer Shisha-Bar und danach auch seine Mutter und sich selbst. Wir möchten nun einen genaueren Blick werfen auf diesen Attentäter und seine Persönlichkeitsstruktur, die sich in vieler Hinsicht in eine Reihe stellen lässt mit weiteren Attentätern wie beispielsweise denen von Christchurch oder Charleston und letztlich auch dem Attentäter des rassistischen, antisemitischen und frauenfeindlichen Anschlags hier in Halle im Oktober 2019. Auch nach dem Anschlag in Hanau stellte sich natürlich die Frage, was bringt einen Menschen dazu, solch eine Tat zu begehen und welche Psychologie steckt da dahinter? Klaus Teweleit hat bereits eine Gemeinsamkeit unter den Attentätern herausgestellt. Er spricht in seinem im Jahr 2015 erschienenen Buch Das Lachen der Täter, Breivik unter anderem Psychogramm der Tötungslust, eben genau vom spezifischen Lachen der Täter und der Funktion dieses Lachens und auch in dem mittlerweile als Standardwerk der Männlichkeitsforschung geltenden Buch Männerfantasien von 1978 untersuchte Klaus Teweleit die sexuelle, psychologische und soziopolitische Vorgeschichte des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik. Ein Buch, das aufgrund seiner Aktualität im Jahr 2019 neu aufgelegt wurde. Ich habe den Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Teweleit. Ja, schönen guten Morgen. Sie haben anlässlich der Jährung des Anschlages in Hanau einen Essay in der Taz veröffentlicht und schreiben in diesem, dass in der Weltanschauung der Täter, wie eben auch dem von Hanau, ihre Taten sich für diese als Notwehr darstellen, als Notwehr vor einer vermeintlichen äußeren Bedrohung, vor der sie sich selbst schützen müssen. Was lässt sich im Falle des Attentäters von Hanau über seine Biografie und Umstände sagen, aus denen heraus er handelte? Und ja, wie lässt sich in dieser Vorstellung und Lebensfeld diese Bedrohung beschreiben, vor der er sich vermeintlich schützen musste? Ja, über seine Biografie kann ich nicht viel sagen. Das ist ja ein Mensch, der wie all diese Attentäter sich nie irgendwie hat analytisch behandeln lassen oder helfen lassen oder sich in einer zugänglichen Weise geäußert, sagen wir mal so, die Voraussetzung dafür wäre. Also man weiß nur Sporadisches über seine persönliche Biografie. Aber die Ähnlichkeiten mit anderen Tätern, die sind so deutlich und klar. Und auch wie diese Täter sich aufeinander beziehen, dass man von bestimmten gemeinsamen Zügen sprechen kann. Das kann man oder soll man auch. Alle diese Fälle haben einen rassistischen Kern. Aber der ist nicht unbedingt spezifisch. Bei Breivik, dem Norweger, der wollte alle Muslime weghaben. Sowas spielt bei dem Hanauer Attentäter auch eine Rolle. Attentäter aus anderen Richtungen wollen die Christen weghaben wollen, die Kommunisten weghaben wollen, Leute, die sexuell freier sind, weghaben. Das ist eigentlich der Kern. Der Kern ist, dass alle diese Leute, und das äußern sie, und von daher könnte man ihnen auch anders auf die Spur kommen, da können wir gleich drüber reden, darin, dass irgendwer oder irgendwas weg soll. Das Wort eliminieren taucht bei allen auf, bei diesem Attentäter in seinem Manifest auch. Bei ihm geht es so weit, dass er anfängt, alle Völker von Marokko bis zu den Philippinen, dieser ganze Gürtel hat zu verschwinden von der Erde. Danach kommen dann die Afrikaner. Und es geht weiter, es sollen einmal die Deutschen übrig bleiben, die er toll findet. Aber von denen ist auch die Hälfte nicht richtig. Die müssen auch weg. Also übrig auf der Welt haben zu bleiben, die Hälfte aller Deutschen höchstens, Germanen. Und der Rest hat zu verschwinden. Sowas steht dann im Netz und ich würde von da auch jetzt auch gar nicht nur über jetzt. Also das ist relativ leicht zu sagen und eigentlich leicht zu erkennen, wie diese Täter sich ähneln, das auch veröffentlichen, ankündigen, was ins Netz stellen, das sind ja sehr oft Ankündigungen von Attentaten. Also mich beschäftigt in diesen Tagen jetzt nicht nur einfach ein Gedenken, sondern ich denke vielmehr daran, wie kann es angehen, dass wenn jemand so etwas ins Netz schreibt, dass es da vom Betreiber nicht Algorithmen gibt, die auf Wörter wie eliminieren, müssen verschwinden etc. reagieren. Das ist technologisch überhaupt nicht schwierig. Es wird aber nicht gemacht. Es werden immer so komische Dinge wie Datenschutz genannt oder sonst wie. Aber hier
hier sind, Völker haben zu verschwinden, sind ganz reale Morddrohungen. Wenn man dem nachginge, würde man festgestellt haben, dieser Mensch ist Mitglied eines Schützenvereins und hat legal Waffen, läuft mit zwei Waffen rum und konnte sich aufgrund dieser Waffen und seines bis dahin seiner sogenannten Unbescholtenheit, die letztlich ja weg ist mit dieser Veröffentlichung im Netz, konnte er sich noch eine Waffe beim Hanauer Waffenhändler ausleihen, auch ganz legal für 6 Wochen. Mit der hat er dann die Tat begangen. Und die Polizei reagiert dann so, dass sie erstmal wieder alles, die Opfer verdächtigt, die Obduktionen werden gemacht, ohne dass die Angehörigen gefragt werden. Sie kriegen keinen Zugang und all diese Dinge. Also man muss fragen nach den Mängeln in dieser Überwachungsstruktur und ganz offensichtlich sind rassistische und wie man nicht nur von der hessischen Polizei weiß, faschistische Kräfte in Polizeien tätig. Das wird von der offiziellen Politik immer unterschlagen. Bei allen Einsätzen wird die Polizei gelobt, alle bedanken sich etc. Ja, in Hanau war das Notfalltelefon nicht besetzt und jemand, der da angerufen hat und dann den Täter selber verfolgt hat, wird auch noch erschossen. Das sind doch klar Opfer, die auf Kosten der Polizei gehen. Und alle, die in diesem Viertel wohnen, sehr viele Migranten, aber mit deutschem Pass, die schon lange hier sind, sagen, kein Stadtviertel wird mehr kontrolliert von der Polizei als ihres. Das ist ständiger Alltag. Und das ist alles ein ungeheurer Skandal. Sie haben jetzt schon sehr ausführlich beschrieben, sozusagen die rassistische Weltanschauung dieses Attentäters und ja so eine Hierarchisierung auch seiner Umwelt oder bestimmter Menschengruppen und dann hingewiesen auch auf ja die Mängel sozusagen in der Überwachung solcher Personen, die sich ja eigentlich auch online immer zu erkennen geben. Ich würde aber gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen mehr auf die Psychologie oder das, was Sie ja auch analysieren, an den Attentätern zu sprechen kommen. In der Folge dieser Tat, da wurden häufig 2 Erklärungsmuster herangezogen, die quasi ja den Hintergrund dieser Tat psychologisch erklären sollten. Also auf der einen Seite wurde der Attentäter häufig als Narzisst etikettiert, soll heißen, eben er war beziehungsunfähig, empathieunfähig und hat sich vor allem für sich selbst interessiert, sei selbstverliebt gewesen. Oder auf der anderen Seite wird er pathologisiert durch die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie. Jetzt schreiben Sie aber jedoch, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht, nämlich um eine Unfähigkeit dieses Attentäters mit einem Zustand, den Sie das Segment-Ich nennen, also sozusagen eine Gespaltenheit des Individuums. Was genau meinen Sie, wenn Sie von dieser inneren Gespaltenheit in Form eines Segment-Ichs sprechen und welche Auswirkungen kann es haben, Attentäter wie den von Hanau eben als Narzissten oder Psychopathen zu deklarieren? Ja, Psychopath ist ein umfassender Begriff, der konkret aber nichts sagt über einen Einzelfall. Natürlich ist so ein Täter krank, gar nicht in Anführungszeichen gesetzt. Das liegt da auf der Hand. Das ist für jeden eindeutig. Wer sagt, fast die ganze Menschheit hat zu verschwinden, damit er sich wohlfühlen kann auf dem Planeten, der hat irgendeine Form von Krankheit. Das einfach schizophren zu nennen, ist aber, das ist ein Begriff, der in vernünftiger Psychiatrie heute kaum mehr gebraucht wird. Aber in den Zeitungen taucht er immer auf von Experten oder die sich dafür halten oder sowas. Es sagt faktisch nichts. Schizophrenie heißt, das liegt irgendeine Sorte von Persönlichkeitsspaltung vor. Ja, damit umzugehen könnte eine vernünftige Behandlung, Psychiater oder Psychoanalytiker, aber diese Leute lassen sich nicht behandeln, weil sie von sich aus an den Rest der Menschheit für krank erklären. Sie halten sich ja, wie besonders deutlich bei Breivik und anderen, als für Heiler. Sie fühlen sich als die Gesunden. Und Rassismus, indem man das denn begrifflich kleidet, ist eine Krankheit. Es ist viel genauer zu sagen, seine Krankheit ist Rassismus als paranoide Schizophrenie. Das sagt gar nichts. Und wenn man Narzissmus sagt, beziehungslos, das ist ein Punkt, der wichtig ist, was die Beziehung angeht. Dieser Mensch schreibt ja selbst in seinem Manifest, er hat seit 18 Jahren keine Beziehung zu irgendeiner Frau. Mit 25 hat das aufgehört. Das ist eine letzte Beziehung gescheitert. Er macht dafür äußere Kräfte verantwortlich. Das ist auch ein typisches Symptom bei diesen Leuten. Es ist immer irgendwas außerhalb von ihnen. Hier sind es Geheimbünde. Er behauptet schon seit der Geburt, als Baby hat er das schon bemerkt, verfolgt zu sein. Jeder Mensch weiß da sofort, ein 6 Wochen altes Baby kann keine Geheimdienste auf der Welt wahrnehmen. Er sagt das von sich. Also es sind sehr viele
Beschreibung, wie auch Narzissmus zum Narzissmus gehört, eine Selbstverliebtheit. Dieser Mensch ist nicht selbstverliebt, der ist höchst zerrissen, der ist angefüllt mit Ängsten und diese Ängste schreibt er irgendwem zu. Und was Sie mit dem Segment sich ansprechen, damit will ich ja gerade nicht eine Sorte von Gestörtheit oder Krankheit bezeichnen. Damit bezeichne ich die heutigen sogenannten, in Anführungszeichen, normalen Leute. Also uns, die mit den vielen Widersprüchen der Wirklichkeit, den Ungereimtheiten, in denen wir leben, wie verhalten wir uns zur Klimakatastrophe, wie verhalten wir uns zu den sterbenden, hungernden Kindern auf der Welt, den Kriegen mit Kindersoldaten, den Vergewaltigungen, die passieren überall etc. Wenn wir das die ganze Zeit in unserem Kopf und Körper, in unserem Körper präsent halten, dann geraten wir in psychische Lagen, die schwer aushaltbar sind. Deswegen spalten wir, um den Alltag bewältigen zu können, sage ich, vieles davon ab und verhalten uns eine Stunde am Tag so, eine Stunde anders, eine Stunde religiös, eine Stunde machen wir was an Aktien, eine Stunde sind wir ausländerfreundlich und spenden da, eine andere Stunde sind wir ausländerfeindlich, weil die uns in einer Nachbarschaft stören und das besteht nebeneinander in den einzelnen Menschen. Und das halte ich, das macht ein bisschen absurd klingen für manche, für die heutige Form unserer sozialen Gesundheit, umzugehen mit den ganzen Grässlichkeiten der Welt. Und Leute, die das nicht so ausbalancieren können, ich sage, diese Sorte Täter kommt gerade damit nicht klar. Mit dieser Sorte Abspaltung, die sind angefüllt von einer ganz bestimmten Wahrnehmung. Zum Beispiel wie Breivik, die Muslime sind an allem schuld, die müssen weg aus Europa überhaupt, die müssen alle weg. Denn das sind Formen von Wahn. Das kann man mit Fug und Recht so nennen. Aber diesen Wahn zu spezifizieren, dazu bräuchte es eine Behandlung. Dazu müssten diese Leute sich behandeln lassen. Dazu müsste man sie dann ganz genau kennen. Dazu müssten sie reden. Sowas kann man nicht in Ferndiagnosen machen. Und dann zu sagen, paranoide Schizophrenie sagt gar nichts. Sie haben es gerade schon angesprochen, da Sie von Angst gesprochen haben. Also Sie bezeichnen den Zustand, in dem sich die Täter befinden, als eine Angst vor der sogenannten Körperauflösung aufgrund dieser erdachten Bedrohung, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, worin die genau besteht. Also eine Bedrohung durch die Umgebung, bestimmte Unsicherheiten in der Außenwelt und bezeichnen dann diesen Zustand als einen Fragmentkörper, ein Begriff, den Sie der Kinderpsychoanalyse entnommen haben. Was hat dieser Fragmentkörper mit Männlichkeit zu tun? Der Fragmentkörper ist nicht auf Männlichkeit beschränkt, aber besonders stark ausgebildet. Jedenfalls war das so in unserer Geschichte, in der deutschen Geschichte besonders. Der Nazi-Geschichte, dass der männliche Körper ja hochgedrillt, hochgeprügelt wurde in eine Soldatenform, die eingesetzt wurde, sagen wir ruhig, Welteroberung zu betreiben. Also Deutschland bis zum Ural auszudehnen, Europa zu besetzen etc. Das macht ja ein Mensch, der einigermaßen freundlich behandelt worden ist, ein Kleinkinderkörper, entwickelt das nicht von sich aus, sondern entwickelt das unter Qualen. Man muss dahin gequält werden und das alte Erziehungsmittel, sogenannte dazu, waren Prügel im Militär, bis an die Todesgrenze gehen, im Drill, bei manchen drüber hinaus. Das steckt in diesen Körpern drin, das, was bei anderen freundliche Verhältnisse zu anderen Menschen sind, entwickelt sich nicht, weil sich die ganze lustvolle Energie aufgrund dieser negativen Behandlung von außen ins Körperinnere zurückzieht. Das heißt, es ergibt keine positive, libidinöse Besetzung, wie die Psychoanalyse sagt, der Körpergrenzen, die man braucht, um mit der Außenwelt in freundlichem Kontakt, in einem Austausch sich zu befinden. Wenn die Libido sich zurückzieht ins Körperinnere, ist die Körpergrenze unsicher und bedroht. Und das resultiert in dem, was die Kinderpsychoanalyse Fragmentkörper nennt. Die Angst zu fragmentieren oder die Wahrnehmung zu fragmentieren, also psychisch zusammenzubrechen, wenn irgendwas von außen an diesen Körper rankommt, was sie stört. Und diese Körper helfen sich in der Regel damit, dass sie alles Fremde außerhalb von sich selbst als feindlich empfinden. Sowieso ist alles, was sie bedroht, kommt von außen. Das ist eine Umkehrung davon, weil sie nicht aushalten können, was sie von innen bedroht, wird die ganze Außenwelt zur Bedrohung erklärt und da werden dann Gruppen rausgepickt. Die einen sagen, es sind die Muslime, die anderen sagen, es sind die Schwulen, die anderen sagen, es sind die Schwarzen und so weiter und so weiter. Das ist in der Tat austauschbar, welche Gruppe sie benennen. Gemeinsam ist, dass sie nicht mit ihren inneren Ängsten umgehen können, weil ihre Körper, das kann man allgemein sagen,
irgendwann eine Behandlung erfahren haben müssen, die sie daran hindert, mit anderen Menschen in einem freundlichen Austausch zu leben. So viel ist psychoanalytisch sagbar. Ja, die einzelne Problematik jedes Einzelnen, die wäre nur in einer eingehenden Analyse erfahrbar. Also eine Art Verkehrung der inneren Ängste und Unsicherheit quasi nach außen oder eine Verlagerung in die äußere Umgebung. Was jetzt im Falle des Attentäters von Hanau vielleicht als Besonderheit herausgestellt werden kann, dieser erschoss ja im Anschluss an den neunfachen Mord auch seine Mutter und sich selbst, während sein Vater, der noch am Leben ist, von den Angehörigen der Opfer von Hanau ebenfalls als Täter gesehen wird. Und sie haben deshalb eben auch Strafanzeige gegen ihn gestellt, wegen Nichtanzeigen von Straftaten. In dieser Anzeigeschrift heißt es, durch die Ermittlungsakten ziehe sich wie ein roter Faden, dass der Sohn, also der Attentäter, von seinem Vater abhängig war. Wie ordnen Sie den Mord an der eigenen Mutter und auch die Beziehung zum Vater vor diesem Hintergrund Ihrer Analyse ein, also in Zusammenhang mit der Herausbildung von einem Gewaltverhalten in männlichen Biografien? Ja, ganz schwer zu sagen. Verhältnis zur Mutter. Die Mutter hatte Parkinson, soweit ich das den Berichten entnehme. Und Vater und auch Sohn haben sich, also sie mussten sie auch wohl ausfahren im Rollstuhl, weil sie nicht mehr richtig gehen konnte. Warum jetzt der Sohn genau? Es kann durchaus sein, als Mitleid mit der Mutter, die er von der dachte, sie lebt sowieso nicht mehr lange und jetzt erfährt sie noch, ich bringe halt neun Leute um und das hält sie schon gar nicht aus, dass er sie in seinen Selbstmord dann mit einbezogen hat. Aber kann man nicht genau wissen, weil er hat vorher nicht dazu gesprochen. Die Mutter kommt in seinem Manifest nicht vor und hinterher war er nicht mehr befragbar. Der Vater ist, das ist klarer zu beschreiben, der Vater hat ähnliche Sachen behauptet wie der Junge, was die äußeren Mächte angeht, die sie beeinflussen. Er ist irgendwann entlassen worden aus seinem Job als Abteilungsleiter oder Filialleiter irgendwo, Firma, weiß ich nicht, und hat das Geheimdiensten und äußeren Mächten zugeschoben. Das hat der Sohn, wenn ihm was schief ging, auch gemacht. Die beiden haben mehrfach Anzeige erstattet bei Polizeien. Von daher haben sie sich eigentlich selber in die Möglichkeit einer Überwachbarkeit oder geradezu danach gebettelt, kann man geradezu sagen, wenn sie bei Staatsanwaltschaften und Polizeien vorstellig geworden sind und gesagt haben, sie werden überwacht, sie werden ausgesaugt, Geheimdienste, und haben formal Anzeige erstattet, mehrfach. Der Vater auch, also sie haben die in einem bestimmten Wahn, haben die beiden mit Sicherheit geteilt. Ob der Sohn vom Vater abhängig war, kann ich nicht beurteilen. Er hat jedenfalls, er hat studiert, ist BWLer, hat auch gearbeitet außerhalb Hanaus, 5 Jahre in München. Danach, glaube ich, in Gießen, lebt ja, vor dem Attentat erst wieder die letzten 2 Jahre oder anderthalb in Hanau. Also vorher hatte der sich durchaus vom Elternhaus gelöst. Aber eben keine Beziehung. Die Kollegen sagen alle, er war arbeitswütig, fleißig und so weiter, aber keine Beziehung, keine Kontakte. Er wollte von ihnen nichts wissen. Die Frauenbeziehungen waren auch kaputt. Also man dann schließlich keine mehr. Man kann sagen, er lebte in einer schrecklichen Isolation, angefüllt mit Ängsten. Und das ist eine, wenn man dann auch noch Waffen hat und legal Waffen hat, dann plant man irgendwann, das ist all diesen Attentätern gemeinsam, man plant irgendwann dieses Verbrechen. Also keine Spur von Amok, sondern das bahnt sich lange an. Und von daher wäre, den Algorithmus habe ich vorhin schon erwähnt, wäre es möglich, solche Leute, wenn man hinschaut, wirklich im Netz und von den Sicherheitsbehörden aus auch die zu erkennen. Mhm. Aber es passiert verrückterweise nicht. Und was das Racial Profiling, wie das zu Rechte heißt, angeht, das sieht man ja nicht nur in, ja, das sieht man überall. Ich lebe in Freiburg und fahre öfter mal mit dem Zug nach Basel und muss dann da ins Museum oder sonst wohin und da wird die Schweizer Grenze überschritten und das heißt, der Bundesgrenzschutz läuft durch den Zug. Und wer wird kontrolliert? Nur Leute, die irgendwie ein bisschen ausländisch aussehen. Wir haben jetzt noch 6 Minuten Zeit, deswegen würde ich gerne auf meine letzte Frage zu sprechen kommen. Und Sie haben da jetzt eigentlich auch schon eine ganz gute Brücke geschlagen, weil ich gerne auch dann nochmal weggehen möchte von dem Täter und auf eine gesellschaftliche Verantwortung in dem Zusammenhang zu sprechen kommen möchte. Sie schreiben in dem Essay, den Sie in der Taz veröffentlicht haben, da zitiere ich Sie jetzt, zu kapieren wäre, solche Attentäter sind krank,
und im juristischen Sinne eben zurechnungsfähige Verbrecher. Also darin liegt Ihrer Auffassung nach kein Widerspruch. Jetzt habe ich mich da aber gefragt, ob wir mit der Analyse, die das Handeln der Täter auf ihre Biografie und ja runtergebrochen vielleicht auch auf ein daraus resultierendes labiles Ego zurückführt, nicht eben genau diese Gefahr, sie aus der Verantwortung zu nehmen, und wie können wir Ihre Analyse da vielleicht auf einer gesellschaftlicheren Ebene in der Präventionsarbeit auch nutzen? Also was bedeutet die Analyse mit Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung? Ja, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, das betone ich im Lachen der Täter besonders, diese Menschen, diese Attentäter sind keine Patienten. Und das ist nicht einfach nur so gesagt, sondern sie fühlen sich als Heiler, als Weltretter. Und das ist der Dreh, der Clou des politischen Faschismus überhaupt. Der Typ, den ich beschrieben habe vorhin kurz, der soldatische Typ, der sieht sich ja nicht als in einer Opferrolle, sondern sie müssen die Welt zurechtrücken. Das heißt, dieser Typ bewaffnet sich. Es ist nicht umsonst so, dass fast alle Attentäter dieser Art, die wir in den letzten Jahren haben, irgendwie über Schützenvereine oder ähnliche Organisationen oder übers Militär, wo sie Waffen entwenden, an Waffen kommen. Sie fühlen, das erhöht das Gefühl, ihr eigenes Stärkegefühl, und sie wollen die irgendwann auch anwenden. Das ist eine Art von für sie ihr Gesundungsprozess in Anführungszeichen und ihr Glückserlebnis. Also wenn sie Glückserlebnisse aus Beziehungen nicht haben, weder mit Männern noch mit Frauen noch mit Gruppen, dann dreht sich das ganze libidinöse Verhalten in diesen Körpern so, was bei anderen eine Sexualität ist, wird bei ihnen zu Gewalt, zu Gewaltvorstellungen. Sie können aus ihren Ängsten und Abwehr heraus die ganze Welt nicht mehr wahrnehmen, außer in Gewaltzusammenhängen. Und dagegen bewaffnen sie sich und dann planen sie. Sie wie ein vollkommen rationales Ego, Breivik vor Gericht begründet, seine Sachen im Theosarazin-Sinne mit Statistiken und Belegen, was die Muslime alles machen und. Der ist nicht in dem Sinne als Rationalist krank. Der hat ein vollkommen, in Anführungszeichen, auf einer Seite normal, also rechnerisch, statistisch normal funktionierendes Gehirn und kann sich in der Wirklichkeit auch genau so bewegen. Die Spaltung dieser Leute besteht darin, dass sie einerseits total, ich sag mal ruhig, total verrückt sind und andererseits genau rational in der Wirklichkeit handeln. Der politische Faschismus verlangt von daher die Macht im Staat. Wir wollen Europa beherrschen. Und selbstverständlich, wie auch Hitler, sind diese Leute juristisch fassbar und greifbar. Und sie wehren sich natürlich auch vollkommen dagegen und auch in dem Punkt zu Recht, als Patienten oder nur verrückt aufgefasst zu werden. Nein, sie wollen ernst genommen werden als Machthaber. Das hat uns hier erzählt der Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit, Autor des Standardwerks Männerfantasien. Und ja, ich bedanke mich für dieses Gespräch, das Sie hier so früh am Morgen mit uns geführt haben, und sage Tschüss nach Freiburg. Ja, ich danke auch.